Herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video hier auf meinem Kanal. Ich habe im August wieder einiges aufgebraucht, vielleicht nicht ganz so viel als sonst, aber es lässt sich trotzdem sehen, es ist wieder ein Haufen zusammengekommen. Also dieses Körbchen hier ist alles leer gegangen. Ich war auch im Urlaub gewesen und da habe ich vieles ausprobiert, was jetzt so in Boxen und sowas drin war. Ups. Als allererstes hatten wir hier von Artist ein Strähnchenaufheller. Hat meine Tochter ein bisschen sich die Haare gemacht, also von dieser Firma sowieso finde ich die Haarfarbe richtig toll. Ich habe nämlich dieses Mal von Zios, ich dachte, gib's mal ein bisschen mehr Geld aus, probierst mal, ob es ja doch besser ist. Hier steht da, hält bis zu 10 Wochen, also 10 Wochen Farbintensität. Also ich muss euch eins sagen. Ich bin gnadenlos enttäuscht. Ich bin gnadenlos enttäuscht. Erstens, wenn ich meine Haare dann ausspüle, nach der zweiten, dritten Haarwäsche, färbt es immer noch ab. Habe ich bei dieser Marke von Müller, habe ich das nicht. Mein Kissen ist versaut. Mein Haarband ist versaut. Es ist alles versaut. Überall sind schwarze Flecke. Also, tut mir leid, sei es, aber kaufe ich nie wieder. Ich werde wieder zu dieser Marke von Müller. Das ist das Billigste, was es gibt. Die Farbe hält und habe damit keine Probleme. Ich finde es echt ein bisschen schade. Was mich hier ein bisschen gelockt hat, sind die 10 Wochen. Aber wenn ich sehe, nach 14 Tagen, dass es schon wieder anfängt, hier grau zu werden in meinen Problemzonen hier an der Seite, bin ich echt schwer enttäuscht. Ja, muss ich jetzt mal so sagen. Dann ist leer gegangen von Domol Sport. Das war so ein Billigwaschmittel, war in Ordnung. Ich glaube 3 Euro oder sowas, daher hatte ich das mitgenommen. Und ja, für frische Duft und sowas, wenn jetzt keine Flecken drin sind, finde ich, reicht das total. Und dann hatte ich hier mal in einer Box gehabt, eine Handseife mit Rosmarin und Mandarine. Slotway Balance, also ich fand diesen Duft angenehm, jetzt nicht so altbacken oder sowas. Man riecht das Rosmarin durch, aber es war angenehm, es war richtig schöner Duft. Dann hatte ich hier eine Körperlotion von Alverde, hat mir auch sehr gut gefallen, ist gut eingezogen und es roch auch angenehm. Es ist halt Naturkosmetik und fand ich relativ gut. Dann hatte ich hier von Balea Tropical Mango, ein Schaumbad, für 1,11 Euro. Das war natürlich richtig günstig und würde ich wieder kaufen, auch angenehm. Dann hatte ich hier eine Gesichtsmaske gehabt. Ich glaube, das war mal in einer Goodiebox drin. Bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Flanerie. Und die war echt gut, weil ich mag das, wenn man Gesichtsmasken jetzt wie hier in den Tuben, kann man das besser dosieren. Gerade wenn ich mal wenig Zeit habe, habe ich halt wenig drauf gemacht. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hatte, hatte ich es ein bisschen dicker gemacht. Also ich finde die mit den Tuben, also finde ich gar nicht mal so verkehrt. Dann ist leer gegangen, einmal so ein Spray. Das ist so ein Raumspray, Anti-Tabak. Also bei uns raucht keiner, muss ich mal dazu sagen. Aber dieser Duft hier roch echt gut, schön frisch. Dann haben wir hier einmal ein Conditioner, der war auch in der Box drin gewesen, ich glaube in einer Goodie-Box. Ja, war in Ordnung, ist jetzt nicht das, wo ich sage, das kaufe ich nach, aber es war in Ordnung. Hat gut, wie soll ich sagen, hat die Haare schön geschmeidig gehabt. Dann hatte ich hier von Guishi ein Refreshing After Sun, eine Bodylotion gehabt. Also die war richtig toll, die ist richtig gut eingezogen, die hat mir wirklich sehr gut getan. Die hatte ich so als Bodylotion nach den Duschen jetzt im Sommer, obwohl wir echt scheiß Wetter hatten, aufgetragen. Genauso wie diese Sonnencreme hier. Lichtschutzfaktor 30 hat für einmal gereicht für meinen Körper. War auch nicht viel drin. Ich glaube, da war bloß so viel an Creme drin. War in Ordnung, hat sich sehr gut auftragen lassen. Es war angenehm auf der Haut, es war nicht klebrig. Also das ist so ein Produkt, wo ich denke, würde man vielleicht kaufen, wenn man nicht 1000 andere Sachen hätte. Dann hatte ich hier ein Bubble Tea Schaumbad gehabt, Schaumbad Duschgel. Das soll das besondere Feeling gehabt haben, dass man sagt, man massiert es ein und dann duftet die Haut so extrem.
Ja, es ging, weiß nicht ganz so mein Duft, aber ja, hatte ich jetzt im Urlaub mitgehabt. War okay. Dann hatte ich auch im Urlaub von My Little Beauty so eine Körpergel-Creme mit Aloe Vera. Hatte ich nach dem Sonnenbad drauf gemacht. Also auch angenehm, hat mir gut gefallen und ich bin trotzdem froh, dass sie jetzt leer ist und der Sommer geht dem Ende zu. Dann hatte ich hier von Ritual of Hammam, hatte ich einmal ein Shampoo und ein Conditioner. Also ich muss sagen, von Ritual die Haarwäsche und Shampoo, das ist einfach nur geil. Das ist richtig toll. Schön geschmeidig und die Haare duften. Also würde ich mir jederzeit wiederholen. Dann hatte ich noch einmal ein Boss Jour de Femme. Ein Duschgel, das war mal so als Luxusprobe mit dabei gewesen, weil genau, ich hatte es immer mal so gesammelt, aber ich dachte mir, jetzt musst du mal gucken, dass du die alten Duschgele alle mal leer bekommst. Dann habe ich hier so aus der Apotheke Menalind, ich glaube, das war mal in so einer Schön für mich Box drin gewesen oder Doc Morris Box, so ein angenehmes, hautschützendes Öl-Hautschutzspray. Natürlich klebt man dann überall, ne? Jetzt steht sogar noch der Preis dran, 8,95. Also ist wirklich gut für die Haut. Hatte ich mal genommen, da hatte ich glaube ein bisschen zu viel Sonnenbrand gehabt. Dann hat man einmal hier aus den Action hier die kleinen Darmbinden. Die sind okay für den Preis, absolut top. Dann eine Packung Slip-Einlagen ist leer gegangen. Dann ist wieder aus meinem Beauty-Gaze der Cleaner leer gegangen. Mit Gurke und Aloe Vera. Ich finde es halt toll. Ich mag diese Variante. Das war mal die billigste Variante von Avon. Ich bekomme alles runter. Ich bekomme das komplette Make-up runter. Und daher habe ich davon auch noch drei Backups im Schrank. Dann hatte ich hier von M. Asam ein Bade- und Körpergel. Also es war ein Duschgel. Das roch leicht nach Zimt. Also es war angenehm. Hatte ich jetzt auch mit im Beauty-Case gehabt. Sehr intensiver Duft. Lovely Chai. Mal gucken, ob hier irgendein Duft. Genau, Chai Vanille. Die Duftrichtung. Dann hat meine Tochter zwei Parfüms leer gemacht. Einmal das 007, das hätte sie gern wieder, hat sie schon gesagt. Und einmal von Hello Kitty. Also hat jetzt das kleine Mädel. Tut jetzt sich schon schön pflegen. Ganz die Mama. So, dann haben wir hier. Balance Me, dieses utopische Mondpreisteil für die Füße, also ich nehme es für die Füße, das ist so ein BHA Exfoliating Konzentrat, also ins Gesicht kommt mir das definitiv nicht. Erstmal stinkt das nach Huberts und ich nehme das für die Füße. Da habe ich schön Aha-Peeling an meine Fußsohlen gemacht, damit es leer geht. Weil weggeschmissen wird ja nichts, wird ja alles benutzt. Dann hatte ich in meinem Beauty-Gel super kleine Wattepads von Douglas. Voll okay. Dann hatte ich eine sehr ergiebige Augencreme gehabt von Lancôme. Anti-Krähenfüße. Und ja, also es hat fast den ganzen Urlaub, fast 2 Wochen hat es gereicht. Also ich war auch sparsam. Dann ist wieder ein Avon True Power Stay Concealer leer gegangen. Restlos leer, wenn man das so sieht. Hier sieht man zwar noch ein bisschen, aber ey, der war richtig gut. Das war zwar ein heller Ton, aber er war wirklich sehr zufriedenstellend. Dann hatte ich im Urlaub ein Booster mitgehabt. Ein Booster fürs Gesicht, ein Serum mit Vitamin C und Hyaluron. Das soll ein Brightening-Effekt hervorrufen. Ich muss sagen, es war sehr flüssig. Was ich ein bisschen schlecht fand in dieser Tube hier, hat sich das dann hier vorne mal ein bisschen drin gesammelt. Das war jetzt nicht ganz so optimal für mich. Dann habe ich hier einmal einen Make-up-Schwamm, den habe ich jetzt nicht nochmal sauber gemacht. Der ist wirklich abgeliebt, den hatte ich von Shein. Also diese Varianten hier, die sind wirklich top günstig und ja. So, dann habe ich hier noch einen Primer von Douglas. Der war natürlich schön, der war richtig toll. Hier natürlich mit Spender. Leider muss ich wirklich dazu sagen, der Spender hier war kaputt. Einmal benutzt, war kaputt. Habe ich es vorsichtig hier hinten aufgeschnitten und habe mir das dann rausgedrückt. Wie ihr seht, hat es auch funktioniert. Dann hatte ich von Ritual ein Shimmer-Shampoo.
Bodyöl gehabt. Oh, dieser Duft und dann dieser Schimmer auf der Haut. Man sah wirklich sonnengeküsst aus. Und wie gesagt, von Rituel, die Düfte, die sind ja einfach nur mega. Dann habe ich hier von Alverde. Es ist endlich leer gegangen. Nach bestimmt 15 Jahren im Beauty Case hatte ich hier restlos leer gemacht mit so einem Puder. Also ein Puder, das musste ich sogar mixen, weil das zu dunkel war. Hier, es ist total abgeliebt. Ich zeige es euch trotzdem. Also es hat mir lange Dienste erwiesen und jetzt ist es leer. Jetzt wird es aussortiert. So, dann hatte meine Tochter und mein Mann Wellness gemacht. Mit den Masken, einmal mit so einer Schildkröte, einmal mit so einem Eis hier oder Shake. Die zwei sahen echt bezaubernd aus. Ja, ob es jetzt wirklich was gebracht hat, traue ich zu bezweifeln. So, dann habe ich noch zweimal Augenkehlbeds. Wie gesagt, ich mag die wirklich sehr von Isana. Kaufe ich auch immer welche mit. So, dann habe ich noch einmal von Shebens Tropical Breeze eine Tuchmaske mit Melonduft leer gemacht. Ja, die war auch in Ordnung, hat mir gut gefallen. Habe ich, glaube ich, noch eine und wenn die im Angebot sind, würde ich die definitiv wieder kaufen. Dann von Alterra Naturkosmetik Hydrogel Augenbett. Also, ich muss echt sagen, die waren in der Schön für mich Box drin. Die waren richtig klasse, muss ich ehrlich sagen. Die waren richtig toll. Die waren noch mal hier drin so eingelegt. Die hatten so kleine Riffelungen gehabt. Die sind nicht runtergerutscht. Also da können sich alle anderen Augenmaskenhersteller sich echt eine Scheibe davon abschneiden. Also die war richtig toll. Guckt es euch an. Von Alterra ist auch neu. Also mega. So, dann hat meine Tochter ein Wasserspray leer gemacht. Die ist aufs Wasserspray gekommen. Wirklich die ganze Zeit die Uhr, die stand immer nur da und hat ständig gesprüht, gesprüht. Ja, also da hat sie jetzt auch, glaube ich, ein, zwei Backups. Hat sie ja bei sich im Schrank stehen. Genauso wie die Maxi-Wattepads, die nimmt sie ja auch immer. Und ich musste mal welche mir ausleihen, weil meine ja alle gegangen sind. Und ich finde, die großen sind doch ein Tick besser. Man braucht zwar ein bisschen mehr, aber die sind nicht schlecht. So, dann habe ich von Isana All in One eine Creme. Hat sie jetzt die kleine als Gesichtscreme benutzt und ja, war zufrieden damit. Dann habe ich hier noch von Kiehl's ein kleines Ultra, Gott, eine Nachtcreme. Von Kiehl's ist. Habe es halt einfach benutzt, damit es alle wird. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwas Besonderes gemacht hat bei meiner Haut. Aber wie gesagt, ich habe es mit aufgebraucht. Dann hatte ich hier von Shebens die Augenkehrpads mit Lifting-Effekt. Wie gesagt, die sind jetzt ja länger, seit schon geraumer Zeit. Aber die Pads hier, ich mag die wirklich gut. Nehme ich immer mal ab und an mit. Dann ist einmal ein Badesalz mit blumig-fruchtigem Duft leer gegangen von Balea. Das war eine Limited Edition. Hier hatte ich von Biotherm eine Gesichtscreme gehabt, also die war schön, die war richtig toll. Die ist sehr gut eingezogen und die war auch nicht fettig, schmierig, also die war wirklich sehr angenehm. Hier habe ich noch einmal Pflegekapseln von Isana, das waren die blauen mit zusätzlicher Feuchtigkeit. War okay. Dann habe ich hier von Shebens Hanf Chill Out Augenpads mit mehr Feuchtigkeit. Ich glaube, die waren mal in so einer Box mit drin, weil direkt kaufen würde ich die mir jetzt nicht, weil Cannabisduft, sowas, das mag ich nicht unbedingt, aber hat mir jetzt nicht unbedingt rausgerochen. So, dann habe ich noch ein paar Tuchmasken. Ach, hier ist die zweite Tuchmaske. Also ist die zweite Tuchmaske jetzt auch schon leer. Dann habe ich noch von Gadea Vera eine Anti-Age-Expert-Tuchmaske. Dreifach-Booster-Effekt, glätten, Feuchtigkeit spenden und entspannen. Für helle Hauttypen. Die war auch in Ordnung. Und hier hatte ich noch einmal die zuckersüßen Badekristalle von Isana. Das war so ein Dreier-Set gewesen. Und die Daisy Duck war jetzt die letzte. So, das war mein Aufgebraucht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!